Den geistlichen Impuls heute habe ich überschrieben, geborgen in Gottes Hand. Darauf zu vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint, auch in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, in denen wir vieles nicht verstehen, in denen wir vieles nicht wahrhaben wollen, in Zeiten wie Corona. Wer fest an die Gegenwart Gottes glaubt, vertraut auf seine Hand, die auch auf krummen Zeilen gerade schreiben kann. Hierzu habe ich eine Geschichte gefunden. Es war einmal ein König, der war nicht nur sehr reich, er wollte auch alle Weisheit der Welt kennenlernen. Weil er aber die Regierungsgeschäfte gewissenhaft betrieb, kam er kaum aus der Hauptstadt heraus. Wo hätte er also Weisheit kennenlernen können? Deshalb schickte er jedes Jahr seinen Minister aus. Er sollte zu den Weisen des Landes gehen. Jedes Jahr ging dieser zu einem anderen Weisen. Er sollte dem König von dort wieder eine neue Weisheit mitbringen. Als der Minister einmal von einer solchen Reise zurückkehrte, fragte ihn der König wie immer: »Welche neue Weisheit hast du mir dieses Mal mitgebracht?« Der Minister antwortete: »Alles ist gut.« Der König war unwillig über die Nachricht. Sie war ihm viel zu kurz. Er wollte wissen, was der Minister noch alles gehört hatte. Der Minister erzählte: »Der Weise sagte mir wirklich nur, alles ist gut, so wie es ist.« Der König hatte für solch einen Satz kein Verständnis. »Ist es etwa gut, dass in einigen Teilen meines Landes die Ernte schlecht war? Ist es etwa gut, dass dort die Leute keine Steuern bezahlen können? Ist es etwa gut, dass ich wegen des Hungers nicht genug Soldaten habe?« Um sich in seinem Ärger abzulenken, rief er seinen Friseur. Der sollte ihm den Bart schneiden. Der König war aber sehr nervös und rutschte auf seinem Sessel hin und her. Deshalb schnitt ihm der Friseur versehentlich in die Wange. Der König ärgerte sich noch mehr. Und zur Strafe ließ er den Friseur noch in der gleichen Stunde ins Gefängnis werfen. Als sein Minister wieder hereinkam, erzählte ihm von seinem Missgeschick und fragte ihn: »Der Friseur hat mir in meine Wange geschnitten. Findest du das etwa auch noch gut?« Der Minister antwortete wieder mit dem Wort des weisen Mannes: »Alles ist gut, so wie es ist.« Wütend ließ der König jetzt auch den Minister ins Gefängnis werfen. Um seine Ruhe wiederzufinden, ließ er sein Pferd satteln und ritt aus der Stadt heraus. Er ritt und ritt, bis er den Weg verloren hatte. Er hatte sich verirrt und kam in ein Gebiet, in dem Menschenfresser lebten. Diese fingen ihn. Als sie sahen, dass ihre Beute eine frische Wunde auf der Wange hatte, ekelten sie sich, denn sie fraßen nur unversehrte Menschen. Sie ließen ihn deshalb laufen, und der König kam nach einiger Zeit wohlbehalten in seine Hauptstadt zurück. Unterwegs hatte er erkannt, dass er dem Friseur und dem Minister Unrecht getan hatte, denn er sah ein, dass der Schnitt in der Wange ihn vor dem Tod bewahrt hatte. Er ließ den Friseur und den Minister aus dem Gefängnis holen. Er entschuldigte sich immer wieder für das Unrecht, das er ihnen angetan hatte. Der Minister antwortete: »Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, denn alles ist gut, so wie es ist.« Der König wurde beinahe wieder zornig. »Auch wenn mir meine Tat sehr leid tut, ich könnte schon wieder wütend über dich werden. Was soll daran gut sein, dass ich dich ins Gefängnis geworfen habe?« Wieder antwortete der Minister: »Alles ist gut, so wie es ist. Wenn du mich nicht ins Gefängnis hättest werfen lassen, wäre ich wie immer mit dir zusammen geritten. Dann wäre ich mit dir auch von den Menschenfressern gefangen worden. Mich hätten sie nicht freigelassen, weil mein Körper unversehrt war. Nur weil du mich ins Gefängnis hast werfen lassen, bin ich jetzt noch am Leben. Alles ist gut, so wie es ist.« Soweit die Geschichte. Alles ist gut, so wie es ist. Gewiss eine konstruierte Geschichte, aber es spricht ihr aus ihr ein riesiges Vertrauen eines Menschen, der weiß, dass er nie aus Gottes Hand fällt. Ein Mensch, der weiß, dass Gott ihn führt, leitet, beschützt und liebt. Ein großes Vertrauen,
dass Gott ihn leitet, auch in Krisenzeiten. Dieses Vertrauen wünsche ich jedem Einzelnen von ganzem Herzen. Bleibt getrost und zuversichtlich, geborgen in Gottes Hand. Gott segne euch.